ich bin Iris und heute geht's um die Longlist-Titel von der Belletristik und dem Kinder- und Jugendbuch von dem Deutschen Self-Publishing-Preis. Und eigentlich wollte ich dazu ja ein Unpacking drehen, doch ja, ich habe das Paket schon davor geöffnet. Ich wollte es ja eigentlich in einem Video machen, aber das Ding ist, ich habe an dem Tag einfach so richtig, richtig schlechte Laune gehabt. Und deswegen wollte ich mich auch nicht vor die Kamera setzen, weil wenn ich keinen Bock drauf habe, ein Video zu drehen, dann wird es auch kein Video, das ich dann hochladen möchte. Von daher ja, habe ich das Paket schon aufgemacht und habe mir quasi durch dieses Paket öffnen so einen Boost gegeben. Ich meine, ihr kennt das, wenn ihr so ein Paket nach Hause bekommt und ihr wisst, da sind Bücher drin und ihr das öffnet, dann seid ihr gleich viel, viel glücklicher. Und ja, deswegen habe ich das quasi im Privaten gemacht, um mir so einen kleinen Boost zu geben. Heute bin ich in dem richtigen Mood, um über die Bücher zu sprechen und generell Videos zu machen. Deswegen zeige ich euch mal die Sachen, die in dem Paket drin waren, die jetzt noch nichts wirklich mit den Büchern zu tun haben. Also generell, ich werde eigentlich immer von meinem Wunder überrascht, weil ich dachte eigentlich, die Bücher sind da einfach drin, so 12 Bücher, fertig. Aber nein, da waren zum einen sauso viele Gummibärchen mit drin und ich habe wirklich nur noch eins, weil ich alle anderen schon aufgegessen habe. Und auf den Gummibärchen steht Deutscher Self-Publishing Preis und das ist mega cool und die Gummibärchen, die haben auch ganz gut geschmeckt. Nur wie gesagt, ist da halt jetzt nur noch eins übrig. Ja, dann waren in dem Paket auch noch ein paar Lesezeichen drin und auch auf den Lesezeichen steht wieder Deutscher Self-Publishing Preis drauf. Und ja, das ist auch mega cool. Ich werde davon wahrscheinlich ein paar verteilen. Ich glaube, das sind so an die 20 Stück. Und ja, die werde ich auf jeden Fall zum einen als Lesezeichen für die Bücher benutzen. Und wie gesagt, den Rest, den werde ich wahrscheinlich einfach irgendwo verteilen, ob auf der Arbeit oder dann auf der Buchmesse, das weiß ich noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Und dann habe ich auch noch ja, ein Blatt bekommen, auf dem steht, dass ich eine offizielle Blogger-Botschafterin vom Deutschen Self-Publishing-Preis bin. Und dazu gehört auch dieser Sticker. Der war da nämlich auch mit dabei in diesem Paket. Und ich dachte mir, warum nicht, ziehe ich ihn heute mal an. Und ja, finde ich mega cool. Und dann war da auch noch die aktuelle Ausgabe vom Börsenblatt mit dabei. Das ist quasi so eine Zeitschrift rund um das Thema Bücherwelt und die Buchbranche. Und ich habe es mir schon durchgelesen. Da geht es auch noch um ganz viele andere Sachen. Aber zum einen ging es auch um den Deutschen Self-Publishing-Preis. Und da ist auch noch ein Poster mit dabei mit den ganzen Titeln. Also sowohl die Longlist von den Sachbüchern als auch von den Kinder- und Jugendbüchern. Und zwar sind die hier alle nochmal drauf, aber ja, wie gesagt, ihr seht jetzt sowieso gleich die von Kinderbuch und der Belletristik und Jugendbuch. Und auf der Rückseite ist es dann nochmal so ein Poster generell, einfach nur zum Deutschen Self-Publishing-Preis. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da war auch noch ein Artikel über den Deutschen Self-Publishing-Preis drinnen. Und zwar auf der Seite 31. Und da geht es zum einen um den Deutschen Self-Publishing-Preis und zum anderen um ein paar Aussagen von den Buchhandlungen, die den Preis unterstützen. Und ja, so viel zu dem Drumherum, was da in dem Paket noch so drin war. Aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den Büchern. Und ich habe die jetzt schon mal in der Reihenfolge sortiert, in der ich sie ja vorhabe zu lesen. Eins davon kann ich schon gleich von der Liste streichen, weil ich das schon gelesen habe. Und zwar Das Mucksmäuschen von Monika Augustin. Und das ist ein kleines Bilderbuch mit so um die 36 Seiten, glaube ich, waren es. Und ich habe das dann auch nochmal meiner Kollegin gezeigt und gefragt, was sie von dem Buch haltet. Und ja, ihr werdet dazu dann noch mehr im Lesemonat erfahren. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, in dem Buch geht es quasi ja, um die Geschichte der Mucksmäuschen, beziehungsweise letztendlich ist es so eine Geschichte zur Wortbedeutung Mucksmäuschen still. Und ja, wie man sich denken kann, geht es hier in dem Buch um die Mucksmäuschen und die sind wirklich ein bisschen ja, arm dran. Also immer wenn sie was sagen, dann werden sie nicht gehört, weil sie eben so Mucksmäuschen still sind. Und ich denke mal, ihr kennt das Dilemma. Und irgendwann ist es so weit, dass die Mucksmäuschen sehen, dass der Damm, der quasi den ganzen Ort, wo die Tiere wohnen, vor dem Riesenwasser schützt, am Zusammenbrechen ist. Und die Mucksmäuschen müssen sich irgendwie Gehör verschaffen, damit alle Tiere das Ganze überleben werden. Und ja, wie gesagt, mehr dazu erfahrt ihr dann im Lesemonat. Hey Leute, ich melde mich kurz aus dem Schnitt, weil ich leider während des Filmens ein Buch vergessen habe. Und zwar Hannovers Blind von Kia Kahava. Und in dem Buch geht es um Adam und er hat gerade sein Studium abgebrochen und ist blind. Und ja, er möchte quasi seinen Traum verwirklichen und nach Hannover ziehen. Und ist dabei, also in Hannover, auf der Suche nach Gleichberechtigung. Denn für jemanden mit Behinderung ist es natürlich nochmal was ganz anderes, in so eine Stadt zu ziehen, als jetzt für uns.
Und ja, darum soll es in der Geschichte gehen. Ich hatte es eigentlich eingepackt, weil ich es auf der Arbeit lesen wollte. Ich bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Ja, und jetzt habe ich auch erstmal Urlaub, aber sobald ich wieder in der Arbeit bin, wird dieses Buch gelesen. Genau, das ist der Plan. Das nächste Buch, das ich lesen möchte, ist von einer Autorin, von der ich tatsächlich schon mal was gelesen habe. Und das hat mich total gewundert, weil ich mir dachte, okay, von den Autoren oder den Autorinnen, die bei dem Preis mitmachen und die dann auf die Longlist kommen, werde ich bestimmt niemanden kennen. Und dabei stimmt das gar nicht. Und zwar ist das Buch, mit dem die Autorin bei diesem Preis mitmacht, PS, du fehlst mir, von Hannah Sieban. Und wie gesagt, die Autorin kenne ich schon von einem anderen Buch. Und zwar Schneezauber küsst den Schneemann. Und dieses Buch ist auch signiert. Das habe ich ja quasi geschenkt bekommen von der Autorin. Und ja, ich fand das wirklich super. Das war so eine mega schöne Weihnachtsgeschichte, die so eine Mischung aus dem Weihnachtslied von Charles Dickens und der Geschichte von der Schönen und das Biest war. Also so beides zusammen gemixt in einer wunderschönen Weihnachtsgeschichte und das fand ich voll süß. Und ja, ich glaube, ich habe dem damals 4 Sterne gegeben oder 5, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand ich es mega, mega toll. Und umso gespannter bin ich jetzt auf diese Geschichte. Und in der Geschichte geht es um Sarah und Noah. Und ja, Noah hat Sarah seit 2 Jahren nicht mehr gesehen, kommt dann aber irgendwie zurück. Und sieht Sarah mit einem anderen Typen und macht sich halt irgendwie Gedanken. Er dachte eigentlich, die zwei wären füreinander bestimmt und so weiter und so fort. Und es gibt hier noch einen Satz drauf, der das eigentlich ganz gut beschreibt. Und zwar, stell dir vor, du hast die Liebe deines Lebens verloren und weißt nichts davon. Und ich glaube, das wird ja sehr interessant werden. Und wie gesagt, ich mochte das andere Buch von der Autorin sowieso schon. Von daher bin ich mal gespannt, wie mir dieses hier jetzt gefallen wird. Und ja, das wird auf jeden Fall das nächste von der Liste sein, das ich dann lesen werde. Das nächste Buch, das ich dann lesen möchte, ist von Hass getrieben von Markus Erhardt. Und von dem Autor habe ich noch nichts gelesen. Von dem Titel habe ich auch noch nichts gehört, wie bei den meisten Titeln eigentlich auf der Longlist. Aber diese Geschichte ist auf jeden Fall ein Thriller. Und in dem Buch, ja, geht es um Jonathan. Und er will sich nochmal so eine kurze Auszeit nehmen, bevor es dann mit den Examensprüfungen losgeht. Und fährt deswegen zu seiner Tante in den Rocky Mountains. Nur auf dem Weg dorthin begegnet ihm eine Frau, die blutüberströmt ist und ja, er beschließt ihr zu helfen, nimmt sie im Wagen mit, wird dann aber selbst quasi zum Gejagten. Er hört sich rasant an. Ich bin noch mal wieder gespannt darauf, einen Thriller zu lesen, weil ich habe ja ein, zwei hier zu Hause, aber eigentlich bin ich nie so in Thriller-Stimmung. Generell, die meisten Bücher von der Liste sind schon bei Lovely Books bewertet worden und auch das hier, meine ich, hat ziemlich gute Rezensionen bekommen, deswegen bin ich mal gespannt darauf, wie mir dieses Buch dann gefallen wird. Danach habe ich mir vorgenommen, Miep und Moppe, alles reine Verwandlungssache, von Oliver Stine zu lesen. Und ja, in dem Buch geht es um Miep und sie verwandelt sich in ein Eichhörnchen, weiß erstmal nicht wieso, weshalb, warum, lernt dann aber das Häschen Moppe kennen, beziehungsweise das Zwergkaninchen, aber auf jeden Fall lernt sie dann Moppe kennen und Moppe ist jetzt auch nicht gerade so das typische Häschen, weil er lesen kann und irgendwie scheint er sehr viel mehr hinter ihm zu stecken, als Miep erstmal ja, zu glauben meint. Und Miep möchte natürlich irgendwie wieder zurück zu einem Menschen verwandelt werden. Ich meine, ist ja irgendwo logisch. Und sie hofft halt darauf, dass Moppe ihr dabei helfen kann. Das scheint eine nette Kinderbuchgeschichte zu sein. Deswegen freue ich mich da drauf schon. Und ja, das wäre beispielsweise auch ein Buch, das ich mir wahrscheinlich mit in die Arbeit nehmen werde, um das dann in der Arbeit zu lesen. Weiter geht's mit Das Erbe der Rauhnacht von Birgit Jeckel. Das Buch spielt zur Zeit des 16. Jahrhunderts. Die Rauhnächte sind, soweit ich weiß, zwischen der Zeit von Weihnachten und ich glaube Anfang Januar. Zu der Zeit ist es so, dass die wilde Jagd unterwegs ist und ich kenne mich mit den Rauhnächten nicht so gut aus. Ich hoffe, ich werde dann im Buch mehr dazu erfahren. Auf jeden Fall ist es in der Geschichte so, dass Rupp, der ist ein Verbrecher und schließt sich dann eben der wilden Jagd an. In der wilden Jagd trifft er dann auf Perchta und sie ist quasi die Anführerin von der wilden Jagd und er ist total fasziniert von ihr und er versucht halt irgendwie in diese wilde Jagd ja, sich besser einzufinden, dass Perchta vielleicht auch so ein bisschen auf ihn aufmerksam wird oder so. Das Ganze scheint allerdings nicht so einfach zu sein, vor allem weil es dann auch noch Feinde gibt, die sie quasi bekämpfen müssen. Das scheint mir eine super, super tolle Geschichte zu sein und ich hätte die super gern zu der Zeit gelesen, ja, zu der es auch gepasst hätte, also eben dieses kurz nach Weihnachten bis zum Januar. Aber weil die Preisverleihung vom Deutschen Self-Publishing-Preis schon im Oktober ist, werde ich das jetzt in nächster Zeit eben lesen. Ich hoffe natürlich, dass die Stimmung mich vielleicht trotzdem dorthin bringen kann und wer weiß,
Vielleicht schneit es auch schon zu der Zeit, jetzt im September. Ich bezweifle es, aber man weiß ja nie. Aber das wäre auf jeden Fall als nächstes auf meiner Liste dran. Beim nächsten Buch kommen wir auch wieder auf eine Autorin zu sprechen, die ich schon vorher kannte, weil ich von ihr unbedingt ein Buch lesen wollte, das sie über die Titanic geschrieben hat. Leider gibt es dieses Buch nicht mehr zu kaufen. Das ist wirklich schade, weil mich die Geschichte super angesprochen hat. Aber jetzt habe ich ein anderes Buch von ihr da, und zwar Zeit des Mutes von Christiane Lind. Und das Ganze ist ein historischer Roman, der im Jahr 1913 beginnt. Und in dem Buch geht es um Emma, die von ihrer Familie nach London geschickt wird. Ich denke mal, dass es daran liegt, dass sie vielleicht schwanger ist. Also neben Klappentext steht, um einen Skandal zu verhindern. Aber meistens ist es ja so, dass junge Verwandte oft weggeschickt wurden, wenn sie schwanger waren, und man quasi vertuschen wollte, dass sie schwanger waren und sie einfach das Kind irgendwo anders gebären lassen haben, auf die Welt gebracht haben und das Kind dann irgendwie weggegeben haben und die Tochter dann wieder zurückgeholt haben. Und somit war dann die Ehre der Familie gerettet, wenn die Tochter noch nicht verheiratet war, aber trotzdem schon ein Kind bekommen hat. Und ich glaube, dass das der Fall sein könnte. Und bei dem Herrenhaus in London verliebt sie sich dann in den Lord. Doch leider ist es eher, ja, eine einvernehmliche Liebesgeschichte. Doch sie erwischt ihn bei einem Geheimnis und hat ihn somit mit diesem Geheimnis in der Hand und zwingt ihn dann zur Ehe. Und das ist quasi so der eine Handlungsstrang. Andererseits geht es dann aber noch um ein Dienstmädchen, das Lucy heißt. Und sie wird dann irgendwann aus dem Herrenhaus ja quasi rausgeschmissen und schließt sich dann den Suffragetten an. Da bin ich auch schon ziemlich gespannt, wie das Ganze dann eben ja geschrieben ist und wie viel Drama da dabei sein wird. Also ich denke mal so einiges an Drama und ich freue mich darauf. Als nächstes steht wieder ein Fantasy-Schmücker auf meiner Liste. Und zwar Alkos Fluch von Kai Chemnitz. Und in der Geschichte geht es um einen Hauptmann, der von den Magiern verbannt wurde und in eine Gefängnisstadt namens Khal Hadun kommt. Und dort lernt er dann einen Insassen kennen, der schon ziemlich lange dort ist, und zwar Al-Harasan, falls ich das richtig ausgesprochen habe, ich hoffe es. Doch seit er in der Gefängnisstadt ist, kriegt er immer wieder Halluzinationen und Albträume, die jedes Mal schlimmer werden. Und irgendwie scheint das im Zusammenhang mit einer Krankheit zu stehen. Und das Ganze wird dann lebensbedrohlich für unseren Protagonisten. Und um dem Tod quasi zu entgehen, muss er irgendwie aus dieser Stadt raus. Und ja, ich bin da ziemlich gespannt darauf. Mal schauen, wie mir das dann gefallen wird. Es ist auch von all den Büchern das dickste mit über 500 Seiten. Ich finde das Cover auch mega cool. Das hat irgendwie so einen richtig, richtig düsteren Touch. Und ja, dann haben wir noch Auf dem Mond, ein Feigenbaum von Felix Söhring. Und hier drin geht es um eine Familie. Und zwar besteht diese aus Jan, Carmela und Mathilda. Jan und Carmela sind verheiratet und sind quasi so eine Mischmasch-Ehe aus Deutschland und Italien. Und ihre Tochter Mathilda ist 10 Jahre alt, als ihre Mutter an Krebs stirbt. Und Mathilda und Jan sind natürlich fix und fertig und kommen gar nicht mehr damit klar, dass ja, Carmela jetzt weg ist. Und es vergeht einige Zeit, bis dann irgendwann Briefe aus der Toskana kommen. Und zwar von Carmela, was es damit auf sich hat und wie es dann weitergeht, das muss ich selbst noch lesen. Hört sich aber so ein bisschen nach so einer To-Do-Liste an. Also vielleicht kennt ihr das auch, dass Verwandte schon wissen, dass sie sterben werden und dann eben noch so, ja, letzte Aufgaben für ihre Hinterbliebenen quasi zurücklassen, damit die wieder ins Leben zurückfinden. Und ich glaube, so eine Geschichte wird es sein. Und ja, da freue ich mich schon drauf. Und dann kommen wir wieder zu einem Fantasy-Buch. Und das ist so ein bisschen historisch Fantasy-mäßig. Und zwar Miro, die Formel der Unsterblichkeit von Claudia Peachmann. Und die Geschichte spielt um 1870. Und zu der Zeit befindet sich England und Indien gerade im Krieg. Und im Moment schaut es ziemlich schlecht für England aus. Und in der Geschichte geht es um Miro, und sein Opa ist Alchemist und plötzlich verschwunden. Und er macht sich mit Amalia auf die Suche nach ihm und kommt dann irgendwie nach Paris zu Alexandros, einem blinden Unsterblichen, und zu Nicolas Flamel. Ja, Nicolas Flamel ist in dieser Geschichte mit dabei. Und unser guter Nicolas Flamel ist leider an der Formel der Unsterblichkeit gescheitert. Und das Ganze entwickelt sich dann so in einer Art Kampf um die Formel der Unsterblichkeit. Alle wollen wissen, wie es funktioniert, wollen es herausfinden. Und irgendwie möchte Miro in dem ganzen Gewusel auch noch seinen Opa finden und retten. Das Ganze hört sich recht interessant an. Von daher bin ich auch hier ziemlich gespannt. Und auch hier finde ich das Cover mega, mega cool. Und ja, ich finde, das passt auch irgendwie super zu der Geschichte. Von daher mal schauen. Dann gibt es nochmal einen historischen Roman. Und zwar Ghetto-Kind von Cornelia Lotter. Und in dem Buch geht es um zwei Kinder, die ja, versuchen, in einem Ghetto zu überleben. Und sie bekommen Hilfe von einem mächtigen Mann, der aber anscheinend irgendwie auch den Feinden hilft.
Und das ist so der eine Handlungsstrang. Und da geht es dann um die Enkel der Kinder im Ghetto. Und ja, die ganze Geschichte, also die von den zwei Kindern im Ghetto, ist natürlich schon Ewigkeiten her. Und die Enkel decken jetzt ein, ja, schmutziges Geheimnis auf. Und das Ganze ist eben dann ein, ja, Roman auf zwei Zeitebenen. Mal schauen, wie die Autorin das umgesetzt hat. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt darauf. Und das letzte Buch der Longlist von der Belletristik und dem Kinder- und Jugendbuch ist Blutsparadies von Klaus Hammering. In dem Buch geht es um eine Insel in der Karibik. Dort ist es so, dass es eigentlich traumhaft schön ist und man so richtig den Urlaub genießen kann, bis die Leute irgendwie merken, dass sie nicht ganz allein dort sind und das Ganze ziemlich blutrünstig wird und sich das Ganze dann irgendwie in einen Albtraum entwickelt und alle eigentlich nur noch runter von dieser Insel wollen. Darum geht es dann in diesem Buch. Und ja, auch hier bin ich schon ziemlich gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob ich alle Bücher schaffen werde zu lesen, bevor die Preisverleihung stattfindet. Ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich alle unterkriege. Aber ja, machen wir erstmal ein Buch nach dem anderen. Und ja, das war das letzte Buch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches Buch ihr als erstes lesen würdet. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.